wenn man beginnt zu reden, so heißt es in der Rhetorik, dann soll man etwas ganz Wichtiges sagen, weil am Anfang noch die meisten zuhören. Ja? Und die Zeit, wie lange heute zugehört wird oder Texte gelesen werden, die wird leider im Allgemeinen immer kürzer. Es gibt heute schon Zeitungsartikel, die sind nur noch ganz, ganz kurz, ja, weil man weiß, länger liest niemand. Der Herr Jesus, er hat, als er begonnen hat zu predigen, natürlich auch ein ganz wichtiges Wort gesagt. Sozusagen eine Eingangspredigt für seinen gesamten Dienst, den er danach durchführen wird. Und dieses Wort, das er gepredigt hat, das sich alle einprägen sollten, das stand im Propheten Jesaja im 61. Kapitel in den Versen 1 bis 2. Und ich darf es lesen heute mit Freude und möge der Herr schenken, dass es umgesetzt wird in unser aller Leben. Hier heißt es unter der Überschrift in der Lutherbibel die frohe Botschaft von der kommenden Herrlichkeit: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Wobei der Herr diesen letzten halben Satz weggelassen hat. Sein Schwerpunkt war ganz zunächst auf diesem Gnadenjahr des Herrn. Es war sein Ziel, dass Gefangene befreit werden, dass Menschen in die Freiheit geführt werden, aus der Gebundenheit und Knechtschaft in die Freiheit der Kinder Gottes kommen, Sünde ablegen können und ewiges Leben erhalten. Eine wunderbare Botschaft. Und hier dringt überall hindurch der Herr Jesus, er möchte in die wahre Freiheit führen. Und dieses Thema der wahren Freiheit, das also Inhalt des gesamten Predigens des Herrn Jesus war, denn dieses Gnadenjahr, das er verkündigt, das sollte ja nach dem alten Bund ganz real durchgeführt werden. Also wenn jemand ganz hohe Schulden hatte, dann wurden die in diesem Jahr erlassen. Wenn, was es in der damaligen Zeit gab, Sklaven waren, wurden sie frei. Wenn, wie in der damaligen Zeit üblich war, bestimmte Urteile gesprochen waren, gingen sie oft bis auf dieses Gnadenjahr. Und in dem Gnadenjahr gab es eine Befreiung für die Menschen. Also es war eine allgemeine Aufbruchstimmung und Jesus wollte dieses Gnadenjahr wieder einführen, wollte diesen Einbruch der Freiheit Gottes hier umsetzen auf der Erde. Und wenn wir darüber nachdenken, wie gelangen wir zur Freiheit, sollten wir es nicht so allgemein halten und Israel damals, sondern auch uns fragen, wie gelange ich zu Freiheit? Wie gelange ich zu Freiheit? Und dafür brauchen wir zuerst die Erkenntnis, was ist Freiheit? Was ist Freiheit? Ja, das ist ja ein Begriff, der heute auch sehr relativ gebraucht wird, wie auch der Begriff der Wahrheit. Was ist Freiheit? Und was Freiheit ist, das merken wir am deutlichsten, wenn wir sie vorher hatten und plötzlich verlieren und plötzlich nicht mehr haben. Also, es gibt ja das berühmte Bild des Vogels im Käfig, ja? Und wenn der Vogel vorher in der Freiheit war und in der Freiheit gelebt hat und geflogen ist, ja, und du nimmst ihn dann und du setzt ihn in einen kleinen Käfig hinein, dann kann es passieren, dass er wirklich depressiv wird. Es ist ein Geschöpf Gottes, ja, und er kennt noch seine Freiheit, die er hatte, und er leidet darunter, dass er jetzt so gefangen ist.
Vielleicht habt ihr das mal gesehen. Auf der einen Seite ist es ja sehr schön, in einen Zoo zu gehen, aber manchmal macht das auch eher traurig. Ich erinnere mich an einen Löwen, und ein Löwe ist ja eigentlich ein majestätisches Tier, ja, mit einer großen Ausdruckskraft und Stärke. Und dann war ich in einem Zoo und dann hatte dieser Löwe nur so eine kleine Bewegungsmöglichkeit. Der war schon völlig depressiv und lag dort, ja. Der hat mir einfach nur leid getan. Ich hätte ihn am liebsten abtransportieren lassen nach Afrika und dort in die Freiheit gelassen. Und das Erleben von Freiheit, von größerer Freiheit, das ist etwas, was uns sehr positiv prägt. Nun komme ich wieder zu meiner Biografie natürlich. DDR, Mauerfall. Wir waren sehr eingeschränkt, wir konnten nicht reisen in andere Länder in der westlichen Welt. Und es war einfach unbeschreiblich, als das dann plötzlich möglich wurde und man konnte diese Grenze überqueren, die doch eigentlich im Inneren festgelegt war, dass es immer eine Grenze bleiben wird. Und wir konnten rüberfahren und konnten all das hier sehen und erleben. Und es war einfach nur faszinierend schön, dieses Gefühl der Freiheit. Umgekehrt, wenn jetzt plötzlich wieder eingeschränkt wird und gesagt wird, diese Grenze darfst du nicht passieren und jene Grenze sollst du nicht überqueren, versetzt einen das natürlich sehr zurück in diese Zeiten der Restriktion und der Diktatur. Ich erinnere mich, Erlebnisse der Freiheit. Also egal, ob das jetzt Russland war oder USA war, diese großen Länder, wenn man dort ist und man sieht diese riesige Weite und diese großen Wälder und diese herrlichen weiten Felder und all diese Schöpfung, ja, und man kommt dann zurück hierher. Ja, also ich war vor 2 Jahren in den USA in der Nähe von dem Grand Canyon und dann konnte man dort in die Wüste schauen und die Straßen riesig breit und ein herrlicher Sonnenuntergang und Aufgang und so, ja. Und man kommt dann hier zurück in die Enge, in die Restriktion. Es ist eine riesige Umstellung. Freiheit, man braucht erst einmal ein Empfinden von Freiheit, ein Erleben von Freiheit, um ihren ganzen Wert zu erkennen. Auch bis in die Lebensgrundlagen hinein. Es war für mich zum Beispiel immer normal, dass ich, weil ich sehr viel Ausdauerlauf, sehr viel sogar auch Langstreckenlauf trainiert habe, atmen konnte, gut atmen konnte, ausreichend Sauerstoff hatte. Mit der Zeit hat sich das bei mir umgestellt und ich bin darauf angewiesen, dass ich zum Beispiel in der Nacht sehr gut Luft bekomme über offene Fenster. Und bis jetzt ging das immer gut, aber da, wo ich jetzt wohne, haben wir Nachbarn, die starke Raucher sind. Und es ist völlig unberechenbar, wann, wo da jemand aus dem Fenster hängt und raucht. Ja? Und es kann passieren, wenn man in der Nacht schläft und man hat das Fenster offen, dass man plötzlich diesen ganzen Qualm einatmet. Und für mich hat das wirklich verheerende Folgen, ja, also ich bin da richtig kaputt und halb krank, ja, und muss das wieder loswerden, sodass ich jetzt wirklich mit geschlossenem Fenster schlafe, damit mir das nicht mehr passiert. Einengungen der Freiheit. Und auch jetzt mit diesen Masken, mal ohne politische Wertung, aber einfach, es ist für mich schlimm, es ist für mich ganz schlimm. Diese weißen, geschlossenen Masken habe ich probiert, geht gar nicht. Kopfschmerzen, keine Luft, kann nicht atmen. Und diese Masken, die jetzt im Allgemeinen getragen werden, weil ich ja 2 Gottesdienste hintereinander habe und oft dann noch Gespräche und anderes, regelmäßig habe ich Kopfschmerzen hinterher. Ich habe sonst nie Kopfschmerzen, nie. Also ich bin frei von Migräne, Gott sei Dank, ja, ist auch nur Gnade. Frei von Kopfschmerzen, aber regelmäßig sonntags nach dieser langen Zeit mit Maske habe ich richtig Kopfschmerzen dann plötzlich und zu den 3. Gottesdiensten in Straßburg muss ich oft vorher Kopfschmerztabletten nehmen, was ich sonst eigentlich überhaupt nicht kenne, damit sich das wieder ausgleicht. Einschränkungen der Freiheit, Einschränkungen. Und
So merken wir in unserer Zeit den Wert der Freiheit. Wir haben, die wir aus östlichen Ländern kommen, alle Kindheit oder Jugend oder Eltern mit ihren lebendigen Zeugnissen, wie das war in der Restriktion, wie das war in der Diktatur, wie das war mit weniger Freiheit. Dann haben wir erlebt große Freiheit und jetzt erleben wir so hart, wie die Freiheit abgebaut wird, eben auch wieder die Freiung, die Äußerung der freien Meinung, die Möglichkeit des Singens jetzt, ja. Und wir haben gerade gebetet für Christen weltweit und möge Gott Gnade schenken, dass uns die Freiheit des Evangeliums, die Freiheit des freien Wechsels der Religion und des Glaubenslebens als Christen bewahrt bleibt. Denn man weiß ja von der Geschichte her, da wo Islam zunimmt, sagt mir ein muslimisches Land in der ganzen Welt, das wirklich muslimisch regiert wird, wo es eine freie Glaubensausübung gibt für Christen, oder ein wirklich kommunistisches Land, wo es freie Glaubensausübung für Christen gibt. Also ich kenne keine. Und so haben wir mit der Freiheit, die wir jetzt im Moment haben, ein ganz großes Gut, eine ganz große Chance, und wir brauchen die Erhaltung dieser Freiheit. Schauen wir in das Wort Gottes, wenn der Herr Jesus gesprochen hat über Freiheit zu denen, die an ihn glauben, was hat er gesagt? Nun, ich habe gelesen, diese Verkündigung der Freiheit, die er möchte, und ich möchte jetzt einmal hineingehen in Johannes 8, das auch überschrieben ist mit die wahre Freiheit. Johannes Evangelium 8. Kapitel, die wahre Freiheit. Und hier heißt es: Als der Herr Jesus Christus redete, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Also sie haben gar nicht gemerkt, dass sie in bestimmten Gebieten keine Freiheit haben. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn aber, Jesus Christus, er bleibt ewig und jeder, der ein Sohn Gottes wird. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Als der Herr Jesus Christus das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Interessanterweise, es geht ja also um Menschen, die glauben schon an den Herrn Jesus. Ganz eindeutig, ja. Also es geht hier nicht an die, die nicht an ihn glaubten, sondern es geht um die, die an ihn glaubten. Unter den Juden, ganz deutlich hier beschrieben, es wird unterschieden, ja. Und sie alle, sie dachten, sie seien frei. Als Jesus ihnen sagt: Ich möchte, dass ihr frei werdet, ich möchte euch in die Freiheit führen, ich zeige euch den Weg in die Freiheit, da haben sie gesagt: Ja, was will der denn? Wir sind doch frei. Das heißt also, es gibt Gebundenheiten, die sind einem bewusst. Und es gibt Gebundenheiten, die sind einem gar nicht bewusst. Und Jesus möchte befreien, sowohl von den Gebundenheiten, die uns bewusst sind, als auch von allem an Gebundenheiten, was uns nicht bewusst ist. Denn das ist das Evangelium, wie wir es vorhin gehört haben. Der Herr ist gesalbt worden mit dem Geist Gottes, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit,
den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und offensichtlich sind die Bindungen, die man selber gar nicht erkennt, die noch gefährlicheren, weil man glaubt, man wäre in dem Herrn schon frei und ist es noch gar nicht. Und der Glaube, der uns also herausführt, er spricht hier bewusst zu den Gläubigen, die frei werden, dieser Glaube ist definiert in Hebräer 11. In Hebräer 11, ab Vers 1, da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also, wenn du Gebundenheiten hast in deinem Leben, erkennst in deinem Leben, dann brauchst du nicht zu zweifeln, der Herr wird dich und möchte dich frei machen davon. Denn das ist die Definition des Glaubens, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich muss sagen, damals, nehmen wir mal diese Freiheit noch einmal, altes Beispiel DDR, wir hatten nicht den Glauben, dass diese Grenze kaputt geht. Aber es gab dann plötzlich eine Gebetsbewegung, wo Menschen begannen, im Glauben zu Gott zu rufen und wo plötzlich auch im Glauben erfasst werden konnte, es können sich auch so große Dinge ändern, versteht ihr? Praktisch der Glaube auch der Gläubigen war vorher viel zu klein, ja? Und dann geschah dieses Glaubenswachstum und immer mehr Menschen haben sich versammelt und haben gerufen zu dem Herrn und am Ende geschah dieses riesige Wunder, dass ohne Krieg, ohne Blutvergießen die Mauern gefallen sind. Und so auch im Kleinen, in unserem persönlichen Leben ist es wichtig, glaube an den Herrn Jesus Christus. Einmal so wirst du und dein Haus gerettet werden, aber auch, dass er die Gefangenen frei macht, dass die Gebundenen frei und ledig werden. Diesen Glauben nicht aufzugeben. Wir haben vorhin gehört in diesem schönen und ergreifenden Zeugnis der Christin, die da irgendwo war, wahrscheinlich in Indien, wenn ich es richtig gemerkt habe, ja, und war so in der Einsamkeit und so in der Ausgestoßenheit, weil sie gläubig war. Und dann plötzlich in dieser Situation, wo sie es überhaupt nicht für möglich hält, sendet Gott zur Hilfe Christen aus einer ganz anderen Gegend und sie beten mit ihr und sie richten sie auf und sie sind bei ihr. Glaube, glaube, dass dich Gott in die Freiheit führt. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, das ist die Bedingung. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort. Psalm 119, 105 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Bleiben an seinem Wort, das führt in die Freiheit, ins Licht, ins Erkennen, ins Herauskommen aus Dunkelheit, ins Herausführen aus Bindungen. Psalm 119, 160 sagt, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Wir leben in einer Welt, wo Wahrheit und Lüge vermischt sind, wo Manipulation gibt, wo durcheinander die Meinungen gehen, ja, wo immer mehr Relativierung ist und immer mehr Orientierungslosigkeit durch diese Relativierung. Jeder hat wohl die Wahrheit, aber so ist es nicht. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und um aus diesem Gewirr der Unsicherheit herauszukommen, hat uns Gott sein heiliges Wort in der Bibel, in dem Wort Gottes gegeben. Sein Wort ist nichts als Wahrheit.
Und in 2. Timotheus 3 wird dann beschrieben, wie durch dieses Wort unser ganzes Leben umgestaltet werden kann. Da heißt es ab Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben, also die ganze Bibel, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und dieses Wort vollkommen in der Heiligen Schrift, das beinhaltet auch eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Und das beinhaltet auch, dass all diese in gesunder Weise miteinander interagieren, zusammenwirken, miteinander verbunden sind. Geist, Seele und Körper in Einheit Gott dienen, dass die Gedanken geordnet, klar in der Wahrheit leiten die Seele und den Geist und so alles ausgeschieden wird, was Lüge, Finsternis und falsche Mächte und böse Dinge sind. Und hier wird ein Prozess beschrieben des heiligen Wortes Gottes, das uns dahin führt. Und wenn wir in seinem Wort bleiben, also wenn ihr euch Gedanken macht und ihr sagt, ich möchte doch so gern, Herr Jesus, so richtig Jünger sein, so richtig Jüngerin sein, ja? Ist mir eine Freude, du bist für mich ans Kreuz gegangen, lieber Herr. Du hast dein Leben für mich gegeben am Kreuz auf Golgatha, wie groß ist das? Du bist aus lauter Liebe, aus so einer Herrlichkeit hier herabgekommen, weil du mich so sehr liebst, ja? Ich möchte dir so gern folgen. Und da, wo Gebundenheiten sind, da ist deine Verheißung, du führst mich heraus. Wie kann ich das tun? Dann ist das Erste, bleibe in meinem Wort. Lebe aus meinem Wort. Lies unter Gebet mein Wort. Orientiere dich in dem Wort des Herrn. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn ihr das tut, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr kennt das Wort der Nachfolge. Jesus sprach zu wirklich allen. Er möchte, dass alle gerettet werden. Wer mir folgen will, verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich täglich und komme und folge mir nach. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren in Ewigkeit. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Und zu diesem Schaden nehmen an sich selbst gehört auch Freiheit verlieren, Freiheit einbüßen, Freiheit aufgeben. Wer aber mit Jesus geht, wird in die Freiheit der Kinder Gottes geführt. Diese jüdischen Menschen, die hatten in Sünden gelebt und hatten nicht erkannt, dass diese Sünden sie binden und sie dadurch nicht in der Freiheit sind. Und Jesus sagt zu ihnen, bleibt in meinem Wort und folgt mir nach und ich werde euch in die Freiheit führen. Aber was antworten sie? Wir sind frei. Wir gehören doch zu Abraham. Und dann sagt Jesus, wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wen aber der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Ein ganz großes Wort. Mit seiner Hilfe möchte er das jedem von uns schenken. Und wie kommen wir dahin? Jetzt wird dieser Zwischenschritt genannt. Durch das Wort Gottes. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Erfasse das bitte im Glauben. Du wirst die Wahrheit erkennen im Wort Gottes und die Wahrheit wird dich frei machen. Wunderbar. Was ist Wahrheit in der Heiligen Schrift? Das Wort Wahrheit oder wahr kann im Hebräischen nicht nur eine Aussage sein, also etwas, was man redet, ist wahr oder falsch, sondern auch eine Person oder eine Sache. Also du selber kannst wahr sein, echt sein,
wenn man sich so gibt, wie man ist, und das ist echt und das ist wirklich, und man muss nicht etwas spielen für andere Menschen oder sich verstellen oder so, sondern wahr sein, so wie Gott dich geschaffen hat, in diesen Prozess hin immer ähnlicher werden dem Herrn Jesus nach. Wir müssen nicht anders uns darstellen, als wir sind. Wir dürfen wahr sein. Durch Gott sind wir in Christus Jesus, wenn wir unsere Sünden bekennen und ihm unser Leben anvertrauen und nachfolgen. Und er ist uns gemacht zur Weisheit, basierend auf Wahrheit, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, zur Erlösung von der Sünde, von der Sklaverei, von allen bösen Mächten. Darum, so sagt es 1. Korinther 1, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und hier ist eine ganz wichtige Sache. Wir dürfen nicht aufhören, mutig die Wahrheit zu suchen, mutig nachzudenken über alle wichtigen Fragen, die wir haben, im Wort Gottes die Wahrheit zu erkennen und sie auch weiterzugeben. Wir haben heute eine Zeit, wie ich sie aus meiner Kindheit her kenne, ganz großer Wiedererkennungseffekt. Es wird versucht, alle Menschen in eine Denkweise zu bekommen. Alle Menschen. Ihr müsst euch mal überprüfen, ob ihr noch die Freiheit habt, wirklich offen, klar in Wahrheit zu denken, oder ob da immer schon so, das sollte man aber nicht denken, dies und jenes, solche von außen aufgetragenen Muster sind. Ich sage mal ein Beispiel. Ich hoffe, dass das nicht zu krass ist. Ich möchte es nur zur Verdeutlichung sagen. Leider hat vor einigen Tagen, Wochen, ein muslimischer Mann, Flüchtling, mit lauten Rufen, sehr lauten, deutlichen Rufen, Allahu Akbar, mindestens 3 Menschen mit Messer stechend ermordet. In Würzburg war das. So. Das ist schlimm, das verurteilen auch alle Muslime, die nicht in diesen bösen Gruppierungen sind. Es geht mir nicht um Stigmatisierung, es geht mir um etwas anderes. Jetzt passt auf. Wenn jemand so etwas macht, dann weiß auch jeder Moslem, warum der das macht. Aber, müsst ihr euch vorstellen, da kommt dann die Meldung, das Motiv dieses Täters ist der Polizei noch unbekannt. Also, müsst mal sehen, wer zur Polizei geht, der muss intelligent sein, der muss analytisch denken können, der muss sofort reagieren können auf bestimmte Situationen, der muss sehr schnell wahrnehmen können, was wird gesagt, eventuell sogar welche psychologischen Hintergründe gibt es, ja. Und da ist jemand, der mit dem Ruf des Dschihad Menschen ersticht auf offener Straße und sie rätseln und wissen am Ende bis heute noch nicht, welches Motiv er hatte. Ist das noch freies Denken? Versteht ihr? Da sind wir in ganz gefährlichen diktatorischen Denkstrukturen, die bestimmte Dinge verbieten, obwohl sie offenkundig wahr sind. Und wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir uns nicht unser Denken verbauen lassen. Ja? Nur um es zu verdeutlichen, hätte dieser Mann gerufen, Heil Hitler dabei, dann hätte bestimmt jeder gewusst, warum er das macht. Da hätte kein Polizist gefragt, ich kenne nicht sein Motiv, sondern man hätte ihn zu Recht abgeurteilt für dieses superböse Verhalten und hätte sofort gewusst, warum. Ja? Wir sehen also, dass praktisch ein ganzes Land in bestimmte Denkstrukturen gebracht wird, wo das offene, freie Wahrheitsdenken an vielen Stellen blockiert ist. Jesus Christus ist nicht so. Jesus Christus sagt, wenn ihr wahrhaft meine Jünger seid, werdet ihr in meinem Wort bleiben und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit
wird euch frei machen. Und ich möchte ermutigen, auch alle Eltern, alle Großeltern, macht euren Kindern und euren Enkeln Mut zum Denken in der Wahrheit, zum Hinterfragen, zum Forschen, zum Suchen im Wort Gottes, zum klaren Denken und Bekennen des Evangeliums. Der Herr Jesus, er wird sein Wort wahrmachen. Er macht die Gefangenen frei. Er löst aus Bindungen, er löst aus der Sünde, er löst aus Süchten, er löst aus falschen Bewegungen, er löst von bösen Ideologien und Mächten. Er macht seine Kinder frei zu Gottes Ehre. Und so schließe ich mit dem Wort aus Jesaja 61, das der Herr in unser aller Leben umsetzen möchte: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und das möge geschehen in unser aller Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen zum Gebet und den Herrn darum bitten. Lieber Vater in den Himmeln, wir kommen zu dir. Und wir beten dich an. Wir geben dir von ganzem Herzen die Ehre. Dein Wort ist die Wahrheit. Und der Herr Jesus, dein Sohn, ist die Wahrheit. Und dein Wort und dein Sohn befreien uns von aller Bindung und aller Schuld. Wir preisen dich und wir beten dich an. Und wir legen unser Leben in deine Hände. Und Vater, wir bitten dich, wo irgend Sünde in unserem Leben ist, da zeige sie uns und löse uns. Herr Jesus, du hast dein Blut für jeden von uns vergossen, weil du uns so sehr liebst. Und dein Blut rettet und es befreit auch von jeder Bindung an die Finsternis. Wir preisen dich und wir beten dich an. Und wir denken an all die Menschen, die in offensichtlichen Bindungen sind, Herr, ob es Drogen sind, ob es Computerspiele sind, ob es Handysucht ist, ob es Pornografie ist, ob es Alkohol ist, ob es Hass ist, ob es böse Gedanken sind, lieber Herr, manipulierende Gedanken. Herr, mach du frei. Wir preisen dich und wir erheben dich und wir beten dich an. Lass alle deine Herrlichkeit entdecken. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der, der uns in seine Freiheit führt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Lieber Vater, wir bitten dich um deinen Segen. Voller Dankbarkeit für den Frieden und auch für die Freiheit, die wir noch haben. Und wir bitten dich um diesen deinen Segen für unser Leben, für unsere Häuser, für unsere Familien, für unsere Gemeinde, für die Städte und Dörfer, in denen wir wohnen, für die verfolgten Christen bis an die Enden der Erde, auch für die wir heute besonders gebetet haben. Lieber Herr, segne sie bitte. Eröffne ihnen deine Freiheit und alle Menschen, lieber Herr, löse sie aus aller Gebundenheit. Und Jahwe, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmel, er segne und behüte dich. Jahwe, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Jahwe erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen. Eine reich gesegnete Woche, ihr Lieben.